Okay, so Leute, wir kommen zum neuen Part von Zelda Twilight Princess. Das war jetzt wieder ein epischer Einstieg hier. Wir kriegen das immer wieder hin, egal mit wem ich hier zusammen aufnehme. Ja. Der Anfang ist immer zutiefst dämlich und ja, naja. Vielleicht hört ihr es schon, also ich bin wieder mal dabei, falls ihr es vergessen habt, ich bin Blader. Ja, unser guter Blader hier, ja, der mit der Klinge tanzt. Ja, also vom Namen her passt ein bisschen. Und ja, okay, du bist ja nicht Dancing Blade. Ein Teleskop oder eine Kanone? Das ist eine Kanone. Ja, sieht eher wie so ein Teleskop aus. Ist sie irgendwie... Oh, jetzt habe ich das... Ja. Ist nicht schlimm, wenn man mal gegen das Mikrofon... Ja. Ich guck gerade, ob hier wirklich... Hier, moderne Kunst. Ich guck gerade. Also, passt alles. Ich habe gedacht, irgendwas wäre falsch eingestellt. Irgendwie der Controller wäre dekalibriert oder so. Na, egal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall in den Himmel. Juhu. Und da hat er sich gleich mal versteckt. Und guck mal, da kommt dieses Hühnchen. Yay, Hühnchen. Chicken Wings. Terminator Hühnchen. Jetzt die epischste Kanone ever mit Füßen und so. Ist auch eine Ente. So, und? Feuer frei! Einmal voll gehen Himmel. In die Sonne. Ja, und freier Fall. Okay, es war Wasser, sonst hätte ich gesagt, er hätte sich natürlich kein Bein gebrochen. Ah, er liegt doch nicht. Guck mal. Oh, da kommt das Hühnchen. Chicken Wings! Was ist dieser andere Teil, dieser fliegende Ball da? Das ist Tantes Liebling. Okay, das darfst du widersprechen, das kannst du gut. Puh, endlich wieder zu Hause. Wow, du machst dir aber auch eine Mühe beim Stimme verstellen, ja. Das ist ja nicht wahr. Herzlich willkommen in der Stadt von uns Kumulanern. Ja. Kuh. Da du schon extra hierher gekommen bist, würde ich dir gern die Stadt zeigen. Schön. Ah! Okay. Ey, schau mal so ein. Hey Kollege! Der sieht Drache. So geil aus. Und was Gottes Willen. Gottes Willen, das hört sich eigentlich grauenvoll an. Nein und nein! Es sind schon zwei! Hilfe! Sie hat sich geklont! Und die haben so links ist die haben so hässliche Köpfe! Du darfst! Hilfe, das ist furchtbar! Hilfe, ja! Dieser Dimitri, ne? Dieser Dimitri! Dieser Drache treibt rund um die Stadt sein Unwesen! Wenn man eine andere Stimmlage ist, würde nein, super. Nein! Ein Dialekt hier, ne? Ich mache mir Sorgen um die anderen! Lass mich kurz im Laden nachsehen, ob es allen noch gut geht! Die wohnen alle im Laden, schau! Die haben nur einen Laden, mehr haben sie da nicht, ne? Ich frag mich, wie nennt man das normalerweise, wenn Leute in einem Laden sind? Also ich würde das natürlich hier, nee, okay, ich sag's mir. Warum ich die Eisenschiefer-Rüssel erstmal hier, mal nur mal sicher gehen, ne? Hier fehlt Wind. Weil Luft und so. Der sieht irgendwie so ein bisschen Iron Man aus. Naja, schön hier, fleischfressende Pflanzen. Ja, so, was auch immer die hier im Himmel machen. Sind alle gestorben und schon hoch aufgestiegen. Ja. Aua, und wie kann ich mit dem Tempo gegen die Tür rollen? Ich meine, das geht doch nicht. Und auf einmal kann er laufen mit den Dingern. Ja. Link ist eine Kunst für sich. Und schau jetzt halt die Stiefel wieder. Ja, okay, das finde ich auch interessant. Wo kommen jetzt diese Stiefel her? Ah, weil man sie hier drin nicht einsetzen kann. Alle in einem Laden, dort werden sie alle verkauft. Guck mal, da sind ganz viele Kanonen. Oh, sind die süß. Und, was? Männlich, Sternchen, Sternchen, weiblich, komisches Zeichen, Sternchen, Sternchen. Er ist schwul, ganz klar. Bist du etwa Juliana? Ich kenne deine Sprache ein wenig. Verstehst du mich? Verstehst du mich? Hast du Probleme? Nee, viel zu schlimm, Brauchst du etwa? Ja, hier kann man Sachen... Pfeile. Wow, kräftig. Kräftig Herz und Herzen. Ja. Okay, und wo ist jetzt der Unterschied? Einzahl und Mehrzahl oder was? Keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich so ein Ding mitnehme. Das sind ja einfach nur Tassen. Lass mich mal kurz gucken. Ja, ich weiß, jetzt hier ist jetzt ein bisschen was eigenes. Das ist jetzt an sich noch nicht der Dungeon. Der Dungeon kommt noch. Was haben wir hier? Nee, der kommt nicht. Was war nochmal Information dazu? Infos A. Luxussuppe. 8 Herzen. Luxussuppe. Ja, Luxussuppe. Gut gelesen. So, die haben wir aber jetzt dann in so einer Luxussuppe drin, so ein teures Auto oder was? Nein, unter anderem Kürbis und Käse. Das weiß ich noch. Luxus. Blaues Elixier kaufen wir es erstmal hier. Das ist für mich kein Luxus, ich mag keinen Käse. Ja. So. Ja, aber trotzdem ist auf jeden Fall das in der Luxussuppe drin. Das war sehr, sehr lustig. Ja, Luxussuppe. Das haben wir da zusammen mit Domi erlebt gehabt. Das war was ganz, was Tolles, was Einzigartiges. Und mit Domi ist natürlich noch witziger. Quatschen wir erstmal hier wieder mit der hier. Oh, das tut mir so leid, wo du schon einmal extra... Das hatte ich vorhin schon gesagt, Alter. Aber du bist denn nicht hier, um dir die Stadt anzusehen. Boah, nein. Wer hätte es erwartet? Sightseeing. Ich mache mir natürlich... Hast du auf die Schublade auf und zuzumachen? Ja, also ich bin hier sehr nervös. Nee, mein Fuß ist nervös.
Ich mache mir natürlich Sorgen um die anderen und kann unmöglich untätig herumsitzen. Ich werde dich ganz einfach begleiten. Nein, lieber nicht. Nicht, ne? Auf die Erde zurück warpen, wie auch immer. Ich würde eher warpen dazu sagen. Ich sag warpen. Naja, lese ich mal weiter. Ja. Kann ich dich leider nicht. Ja, ist natürlich auch dämlich. Die sind einfach so unterentwickelt hier. Aber wir können jederzeit zurück in den Laden hier. Ist da mal was. Okay, du freundest mir jetzt Hunter an. Das haben wir aber schon dreimal gemacht, oder? Ey, das Ding kann fliegen. Ganz oft. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding fliegen kann. Naja. Kann es aber anscheinend schon. Anscheinend. Wie kommst du jetzt auf Fliegen? Fliegen. Ja, es kann in meine Hand schweben. Das kann unter anderem auch der Bogen, das können auch andere Sachen. Ja, das ist halt einfach Hightech. Nein! Okay, so, jetzt wenn man weitergeht hier durchs hohe Gras, das komischerweise auf den Steinen wächst. Unkraut! Wie sollten wir hier sauber machen? Ja, trotzdem, aber irgendwie normalerweise. Naja, okay, ist auch egal. Hier unten sind noch ein paar Sachen, die sacken wir gerade noch mit ein. Zack. Dazu ziehe ich jetzt nicht mein Zora-Gewand an, das ist unnötig. Zack. Boom. Schatzkiste und wir haben und ertrunken. Ja, so schnell wie er das macht, ja, auf jeden Fall. Schwimmen tun die Teile auch. Ja. Stimmt. So. Ich habe mal gehört, er ist schneller, wenn man dauerhaft A drückt, also immer wieder ganz schnell. Also mache ich das einfach ab sofort, wenn er schwimmt. Okay, wieder in Zeitlupe, den Schatzkiste öffnen und rausholen. Also ich finde ja mein Schwert cool. Was hast du jetzt? Wasserbomben. 15 Wasserbomben. Da hat sich aber jemand ziemlich Mühe gegeben für ein Teil, was explodiert. Mal sehen, ja. Warte. Hier hinten geht's, glaube ich, jetzt zurück zur Erde. Warte, ich guck mal kurz nach. Ich muss mich selber hier wieder orientieren. Da geht's jetzt zur Erde, das ist wie eine Kanone. Die werden wir nachher aber eventuell auch benutzen. Benutzen wir die nachher? Ich weiß gar nicht mehr. Wow! Wind! Wind! Und so. Ja, deswegen Eisenstiefel. Das ist extrem nützlich und so. Ja, genau. Ich stehe. Ja, die spawnen wieder irgendwo. Ja, da wo man das Rote sieht. Da sieht das Rote am Boden, da kommt auch einer raus. Oh, stirb du! Die hat hier erstmal die Zunge rausgestreckt. Ich weiß, das tut sie immer. Oh, Epic, wegstecken vom Schwert. Ich hab's gesehen, ja. Ja, ey, das ist ein Herz. Oh ja, du. Blob. Ja, ah, ich der reißt hier Herzen raus. Komm, ja, es hat gereicht. Dann machen wir die Tür auf. Pfeile kann man hier, glaube ich, nicht benutzen, weil der Wind zu stark ist dafür. Ja, ist, glaube ich, schlecht mit. Ja. Kann ich mir vorstellen. Oh, ja, danke. Dass die jetzt schon kommt, die Cutscene. Ging ja so schnell. Ja. Kumula. Damit kommen wir auch schon zum vorvorletzten Dungeon eigentlich. Einem der längsten Dungeon. So. Das heißt, du musst dich anstrengen. Ja, ich muss mich anstrengen. Ich muss sehr viel reden und ich hoffe mal, das kriege ich hin. Ja. Wir haben nebenbei wieder einen Blick auf die Uhr, weil ich... Wind. Warum da Wind rauskommt? Ja, das frage ich mich auch. Das ist sehr eigenartig. Und da ist schon wieder so ein Huhn. Da sind ganz viele von diesen Hühnern. Oh, ich hasse diese Hühner. Die sehen so hässlich aus. Komm her, du. Ja. Yay. Und das ist echt einer der meiner Meinung nach schwierigsten Dungeons im Spiel. Vom Aufbau her einfach. Was ist denn das? Ein komisches Viech, das mich umrennt. Das ist ein Frosch. Oder so ein Viech. Tschüss. Jetzt hab ich's in den Tod. Nein! Link! Begeh bitte kein Selbstmord. Das brauchen wir nicht. So halb Mensch, halb Krabbe, gell? Wer? Ja, es sieht irgendwie so aus mit diesem Handschuh oder was es ist. Ja, der Greifhaken. Halb Mensch, halb Krabbe. Greifhaken, der ist ganz, ganz wichtig hier. Okay, jetzt bräuchten wir aber noch irgendwie eine Fluggelegenheit. Guck mal da unten, den nehmen wir doch gleich hier mit hoch. Komm her, du. Ins Hirn. Zack. Wop. So. Und yay! So. Wow. Ich wurde nicht erwischt. Nein, nicht so. Das war. Nein, 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 nein. Oh, da ist er fast runtergeflogen. Ja, der macht einen Abgang. Tschüss. Nein, ich will mich umdrehen, danke. Warum fällt das andere Teil da eigentlich nicht runter? Weil das runterfällt, wenn ich drauf trete. Ach komm, das ist ja irgendwie schon scheiße. Komisch, Alter. Es ist ja irgendwie komisch. Ich bin schwer genug, aber das Ding, das aus Metall ist obenrum, ist zu leicht dafür, oder was? Ja, ist irgendwie. Ach, na egal. Ja, du trägst ja auch noch mehr. Wieder voll und Eisenstiefel. Ja. Und ein Morgenstern, den man überhaupt nicht sieht. Ja, hab ich dir schon gezeigt gehabt? Das ist Tarnkappenmodus. Das muss ich mir jetzt gerade zeigen, er hat das noch nicht gesehen. Geil. Zack und. Wo auch immer der jetzt hin ist, aber egal. Ich meine, das kann man nicht oft genug zeigen. Tarnkappenmodus hier, das versteckt alles in deinem Bauch. Eigentlich ist er ein Cyborg. Oh je. Komm hier, gib ihm einen auf den Arsch. Ich frag mich eigentlich, wer die so ausstattet.
Ja, ja. Komm, also, mach weg das Ding. Natürlich hier, Moritz steht auf der Asche. Was? Das war das jetzt notwendig? Ja, es war notwendig. So. Okay, ich muss mir selber gucken, dass ich mich hier richtig orientiere. Vor uns war natürlich auch schon jemand hier und hat. Du hast ein Talent dafür, mitten reinzureden, wenn ich auch gerade was sage. Und ich bin stolz drauf, ja. Hier brauchen wir Gleiter. Was ich sagen wollte, hier muss ich selber gucken, dass ich mich ein bisschen orientieren kann, weil das ist hier nicht so einfach. Komm hier. Schau, früher haben sie sich aufgeregt, warum ich zu wenig rede. Aber jetzt hat Redig genügt. Ja, du redest genügt, du redest. Genau. Ich fahre eine Brücke aus. Ach so, jetzt sehe ich es. Komischerweise braucht man dafür den Gleiter, den man überhaupt nicht hier bekommt, sondern in der Wüste. Ja. Sozusagen Voraussetzung, dass man hier, dass man schon in der Wüste gewesen sein muss, um das hier überhaupt zu machen. Nein, falscher Knopf. Und da ist er auf den Kreisel draufgestiegen, aber es bringt ihm leider nichts. Na, das war nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich den Kreisel. Ja, das sagen sie alle. Warum ist der Abgrund schon so Fury da? Das ist so asozial. Ich verstehe das nicht. Warum ist der jetzt schon da? Gib zu, es ist Absicht. So, jetzt aber dritter Versuch. Aller guten Dinge so drei. Jetzt lass mich da rüberziehen. Und jetzt fällt er nochmal rein. Okay, wenn ich raus runterfalle, verstehe ich auch nicht mehr, was los ist. So, Wind. Okay. Hör auf, Wind. Kein Nerv. Wind. Das Kind. Himmlische. Oh, fuck. Nein, nicht. Schnell, Eisenstiefel ausrüsten. Da kommt gleich wieder eine schöne Brise. Ja, hier. Schau mal, wir haben da. Tschüss. Jetzt ist er weg. Ein Kollege war da und hat ein bisschen gestresst, meinst du, ne? Ja. Ah, kann man eigentlich auch. So, ja, man kann damit auch Sprungattacke machen. Das ist komisch irgendwie. Warum, wie siehst du immer da hoch? Ich will nach vorne gucken. Danke. Ah, manchmal ist es nicht anstrengend. So, jetzt aber. Aua. Wie der vollautomatische Tür, ich liebe sie einfach. Ja, besonders der steht nur davor. Ja, ja, das ist so eine Sensortür, so wie beim Supermarkt. Ne? Ja. Du gehst rein, auf, zu. Ja. Komischerweise ist jetzt wenn immer man stehen bleibt, geht sie wieder zu und dann auf, immer so. Ja. Abwechselnd. Okay, jetzt. Und irgendwann kommt dann jemand raus und sagt, man soll da weggehen. Ja. Ich will nicht da hinten hinvisieren. Kollege. Ich will da drüben hin. Ich will da drüben hin. Danke. Au. Schlüssel, glaube ich. Ruhe. Wenn ich mich jetzt erinnere, war es ein Schlüssel. Genau. Mal wieder, sieht genauso aus wie alle anderen, aber. Ja. Ich muss jetzt echt versuchen, mich hier zu orientieren. Das ist nicht so einfach gewesen. So, mal schauen, wir erstmal Töpfe zerschlagen, oder? Nee, na, brauchen wir nicht. Haben wir nicht nötig. Nicht, ne? Haben wir nicht nötig. Sind wir wieder draußen, oder? Ja, sind wir genauso da, wo wir gerade eben waren. Sind wir mal wieder in diese schönen Flugteile und gleich kommt mal wieder so einer vorbei, wetten? Ja, ist gleich, kommt wieder einer, muckt sich auf. Ich roll hier in Highspeed über die Brücke drüber. Highspeed. Ihr müsst schon sehen, also das ist Zeitloop hier als abgespielt. Das ist natürlich in Wirklichkeit viel schneller. Mhm. Ja, genau. Wünschen wir uns jetzt. Ja, kann sehen. Und jetzt rennt er gegen die Tür in Zeitlupe. Das wär's eigentlich nochmal. Naja. Das wär's eigentlich. Ah. Oh, schau mal. Guck mal, unser Kollege ist ja da. Und er hat natürlich keine Hobbys und macht einfach voll die Brücke kaputt. Wie die vorher gehalten ist, freue mich aber eigentlich auch. Steinbrücke halt. Ja, trotzdem. Aber wenn die so leicht zerbricht, dann muss ich wirklich sagen, Schläche der Arsch. Ich würde mich gern umdrehen. Danke. Nein, sie wollen nicht, dass du dich der Architekt wurde nie gefasst. Ja. Okay, Insider-Witze sollten wir lassen. Versteht sonst keiner, verstehst du? Verstehst du? Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten. Aber sind das nee, das sind Säulen. Nur ja. Ich dachte gerade, das wächst irgendwas. Nein, aber nicht runterfallen, Link. Das kann er auch zur Seite klettern? Ja. Also hüpfen, ja. Ja, er versteht das nur immer wieder, aber gerne falsch. Ich drücke zur Seite und er springt nach unten. Beziehungsweise klettert nach unten. Ja, das ist halt Kontaktschwierigkeiten. So, hier. Virtuellen Charakter. Ja. Da ist Link ja so ein bisschen also, so. Die sprechen halt eine andere Sprache und schon wieder weiß er. Beziehungsweise Link spricht gar keine Sprache. Ja. Der stumme Held. The Silent Hero. Moment, wo geht's jetzt hier weiter? Hier war sicher noch irgendwas an der Seite. Hey, komm, willst du einen aufs Maul? Haha. Ich frage mich, warum die einem immer die Zunge rausstrecken. Ja, weil sie nicht drin behalten können. Komm, hier. Was? Ich hab das Ding jetzt gerade mit meinem Schild durchgeschlagen. Okay, ich sag mal nichts dazu. Das war falsch. Ich wollte eigentlich meine Items haben. Danke. Gleiter.
Ich habe gerade das Ding ernsthaft mit meinem Schild kaputt gemacht. Ja, also. Ich verstehe das nicht. Wenn man mit einem Schild stark genug draufhaut, ist es natürlich schon irgendwie ein bisschen. Ja, aber es ist nicht scharf. Das kann nichts abschneiden. Das kriegen wir schon hin, so ein bisschen anschärfen. Es ist so ähnlich, als ob du versuchen würdest, mit einem Stein ein Blatt Papier durchzuschneiden. Mit einem stumpfen Stein. Ja, wüssten Sie, so ein Kettensägenschild. Läuft außen so eine Kettensäge rum. Aha, okay. Okay, wir philosophieren wieder mal. Ich dachte, das kann nur. Ja, doch mal interessant. Du nimmst jetzt hier gerade Yoshis Blatt super ein. Ja, damit können wir dann auch gleich auf die Hecken ein bisschen stürzen. Obwohl, Heckenstein. Da nimmt man normalerweise Heckenscheren her. Ja. Ja, okay. Wir bewegen uns ja mit Highspeed über eine Brücke. Und das da ist enorm spannend. Ist schon wieder dieses super automatische Schloss. Und da kommt schon wieder so ein Kollege. Tschüss. Freundchen. Freund. Oh, guck mal, beide. Sehr schön. Barzt. Ein Herz. Er wird garantiert das nächste Topmodel bei Heidi Klum. Hä? Ja, diese schönen Eisenstiefel, die trägt einfach super. Ach so, ja. Das ist einfach super. Ja. Damit über den Laufsteg. Hm. Ja. Okay. Okay. Das war jetzt so ein Schwachsinn, das stoppt schon so einiges. Ja, ich muss natürlich auch ein bisschen schauen, dass ich Dommi mit reinbringe. Und schau mal, da haben wir schon wieder so ein Viech. Und schon wieder. Nein, er hat es nicht geschafft und da haut er ihm auf den Arm. Ich will ihn mal. Ja, ich will ihn voll von hinten treffen. Von hinten, ja. Immer von hinten. Okay, ich werde langsam wirklich wie Yoshi. Ja, solltest du besser lassen. Wir haben schon einen Yoshi, das reicht. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass der. Achso, okay, der schaut sich aus. Ja, ganz einfach. Einfach ein bisschen mit meinem Greifhaken spielen. Da kann das, wenn man nicht an den Greifhaken denkt, kann das da echt schwierig werden. Vor allem, wenn man dann halt immer versucht, mit Pfeilen da lang zu kommen. Oh Gott, nein. Und schau, komischerweise hat der Wind auf die keinen Einfluss. Ja, weil die. Weil die zu gerade irgendwie halt in der Wand drin, oder? Ja, das habe ich auch gesehen. Weil die zu schwer sind durch ihr Eisenteil. Ja. Werden nicht runtergepustet. Aber sie sind nicht schwer genug, um die Dinge auszulösen, gell? Ja, irgendwie. Ich aber schon! Aber ich werde vom Wind weggepustet. Verstehe also diese Logik. Da drüben würde ich gerne hin. Yeah. Und gleich halt da runter. Dass ihm jetzt die Eisenschiefel nicht unterziehen, ist natürlich auch wieder eine Sache. Bam. Nee, der hat Muskeln hier. Sieht man ja, Armmuskeln bis zum letzten. So, jetzt hier down. Ne? So, okay, wo muss ich jetzt lang? Dann explodieren die Teile ja immer, habe ich ja schon mal angemerkt. Die fressen wahrscheinlich TNT. So, und. Schwarzer Bohrer auf T4. Ja. Okay. Schau, da ist ein Hühnchen. Hi, Hühnchen. Kumulana. Ich bin. Oh nein! Gleich zwei Animationen, damit haben wir sie auch wieder abgeschlossen für heute. Naja. Und eine Kiste. Es ist die Büchse der Pandora. Genau. Absolut. Nein, das ist die Dungeon-Karte. Die 27. Karte. Dungeon-Karte. Dungeon. Dungeon, hä? Ja, Dungeon. Dungeon, the Dungeon. Okay. Das ist jetzt schon fast eine Art Insider zwischen mir und Yoshi. Dungeon. Okay, jetzt werden die Kommentare fast nur noch hirnloser. Hirnloser. Ja, okay. Nee, okay, nur sagen, dafür muss ein bisschen Hirn vorhanden gewesen sein. War es ja nicht, also. Ich nehm's dir nicht übel. Gib mal her, Herz und Pfeil und. Oh Gott, nein, der Raum. War das der oder war das ein anderer? Schau. Gott, Fledermäuse! Schau mal, in der Luft zerspringt. Ja, man sollte nicht durch diese Winddinger, durch diese Windkanäle springen. So, zack. Wir brauchen, glaube ich, noch. Jetzt habe ich wieder die Karte ausgeblendet. Ah! Diese blöde Steuerung. Das ist echt kacke bei der GameCube-Version, dass diese Steuerung mit dem. Warum habe ich jetzt das ausgerüstet? Ich wollte eigentlich meine Boomerang ausrüsten. Was ist denn das auf der anderen Seite? Ein komisches Viech, das jetzt in den Abgrund fliegt. Tschüss. Achso. Dass die Karte und Item ist mit dem Steuerkreuz so ungenau, finde ich. Verdrücke ich mich immer. Ich weiß auch nicht warum. So. Zeugs. Für mich. Hier irgendwas, was weggepustet werden möchte. Da hinten irgendwas, was weggepustet werden möchte. Ja, da ist etwas. Er hat einen Bumerang. Das war der falsche Knopf. Das war der falsche Knopf. So, jetzt. Puste hinten weg. Ah, das war doch kein Hühnchen. Nein! Link. Ich wollte eigentlich den anderen Knopf treffen, deswegen. Alter, das hat den Kopf in dem Metallteil drin. Ja, das ist sehr lecker, ne? Dämlich. Okay, ich wollte. Ja, ich bin auch dämlich und springe erstmal hinterher, ne? Ich wollte es eigentlich. Retten, ich wollte es eigentlich gerade erschießen, aber okay. So kann ich auch damit leben. Ja. Hätten wir da mal rüber. Also, es gibt schon schlaue. Die sind schon lustig, die Viecher. Ich finde sie absolut genial.
Geh weg, du scheiß Fledermaus. Voll gestunt, die Fledermaus in der Luft. Ja. Okay, hier ist nichts mehr. Wenn ich jetzt runterliege, weil das ist jetzt natürlich dämlich. Hier noch einer, der weg will. Ich gucke immer nach, bevor ich einfach drauf laufe. Nicht, dass ich nachher irgendwie unten im Abgrund liege. Die Truhe. Und schon wieder ein gelber Rubin. Yay, ich sehe noch, unsere Geldbörse wird voll. Ja, hoffen wir mal. Yay! Zu viel finden, ich hing gerade wieder halb in der... Ich hing gerade wieder halb in der Wand. Ja, okay. Wo muss ich jetzt lang? Hier ist das... Mann, kotzt dich an. Ist hier auch... Nee, hier ist kein Windkanal. Also kann ich einfach rüber. Wieder checken, ob hier ist. Hier ist sicher noch irgendwo so ein Viech. Ja, da drüben. Ich sehe, ich hab's gerade leuchten sehen. Falscher Knopf. Mann! Ich vergesse immer L und R. Tschüss! Oh, was ist es? Ja. Die haben immer so eine kurze Lebensdauer. So eine niedrige Lebenserwartung als was auch immer das sein soll. Ja, so. Metallwurm. Metallwurm. Okay. Ja. Wir sind auf jeden Fall an unserem ersten Ziel angekommen. Und ein Zwischenboss. Yay. Und schon wieder. Ein Zwischenboss. Und zwar zwei... Oh nein. Das hatte ich gesehen. Ich hab's gemerkt. Das hatte ich gesehen, aber es kommt nicht. Tot ist es. Nächstes Teil, auch tot. Hi. Nochmal tot. Clever? Der war jetzt echt clever, der Kerl. Und? Ja, ich muss treffen, ne? So, noch einer. Ich würde mal gerne sehen, wie die von näherem aussehen. Und besonders, warum kommen die nicht her? Von näherem? Soll ich mal hingehen? Nee, lieber nicht. Okay, von hinten sind sie nicht verwundbar. Okay, mach Kopf hoch. Fotoshooting. Ich sag dir Kopf hoch. Es macht so Laune, die einfach aus der Ferne abzuballern. Aber die halten einiges aus. Komm, die kriegen wir jetzt auch noch. Modern Fotoshooting. Blob. In die Fresse. Also das Bullet ist der Gegenstück zu Call of Duty. Ja. Alter, jetzt geht doch endlich mal drauf, Kollege. Oder rennt wieder dein anderer Kollege, nicht ich, in den Abgrund. Hallo? Der will nicht. Ach, jetzt will er. So sieht der auch von Namen aus, by the way. Ah ja, okay, also das ist so eine Echse, so ein Echsenkrieger. Alter, halt der viel aus. Axt und, ja. Also sieht ja schon mal geil aus hier. Ja, aber er hält einiges aus. Kollege. Der Angriff sah jetzt gerade mal geil aus. Ja, er hat einfach keine Chance gegen mich. Sie sehen das nur immer erst zu spät ein. Ja. Und da schon wieder Hühnerstall. Na, komm, was wollen die eigentlich alle hier? Stimmt, das ist deren Stadt, warum stimmt ja. Warum können die nicht irgendwas Schönes erschaffen? Also ich meine, diese Hühner sind... Wow, ich war gerade so knapp davor, in den Abgrund zu springen. Ja. Wäre so. Mal wieder typisch gewesen. Ja, es wäre irgendwie sehr typisch gewesen für mich. Oh, schau mal. Guck mal, ein komisches Ding in der Decke. Yay, Blong. So, und was hat das jetzt gemacht? Windkanal, damit es aufwind. Oh, Kohle. Sehr gut. Und ein Herz. Komischerweise. Letztes brauche ich nicht. Die gelben Teile nicht drauf, wenn du gegen sie schlägst. Ich weiß. Und den Zauberer. Los. Warte. Und jetzt! In der Hoffnung, das funktioniert. Komm. Ja! Das Hühnchen fliegt. Chicken Wings. Chicken Wings. Nee, das ist mein Spruch. Meine Chicken Wings. Und da ist noch so ein Chicken. Ah, ich glaube, wir müssen den Pavia betten, ja, ne? Ja, sollten wir. Also, ich würde sagen, das war's dann wieder für diesen Part von Sandfall Princess. Ich habe gerade zufälligerweise auf die Uhr geguckt. Das hast du nur gemacht, weil ich auf die Höhe geguckt habe. Also bitte, ne? Ja. Also ich würde sagen, das war's ja für diesen Part von Zelda Twilight Princess. Im nächsten Part gucken wir, was sich hier noch so befindet in Kumula, was wir noch so finden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Zelda Twilight Princess. Bis dann. Ciao. Ciao. Alter.